Schalömchen, Freunde des guten Games, hier ist der Wegrenner. Ich bin hier in Tscherno, immer noch, nachdem ich in der letzten Folge ja die komplette Feuerwehr von Tscherno ja erledigt hatte, ne, in die ewigen Jagdgründe geschickt habe. Da habe ich gedacht, komm, logst du dich direkt hier wieder ein und sorgst mal wieder für Ordnung. Heute mal nur Bäckereifachverkäuferin, wenn möglich, oder Bäckereifachverkäufer. Das ist ja nicht nur ein Frauenberuf, ne? Das ist auch für andere Homo sapiens sehr gut geeignet. Also nicht nur für Frauen, ne? Ja, und jetzt wollen wir uns mal ein wenig hier umsehen. Gutes tun. Ja, Schuss von rechts, jetzt von vorne. Je nachdem, wo ich mich hindrehe. Oh, Rotkäppchen. Nee, Rotleibchen ist schwer bewaffnet mit, was? Okay, hey, hallo, come on. Hello, I'll help you, come on. Wollen wir mal gucken, was das ist? Sieht ja geil aus, so eine Blondine. Ist ja genau mein Fall. Hoffentlich hat die nicht wieder so ein typisches Schema. Hi. Who is shooting? What? Who is shooting? No. Uh-huh. What? I'm not shooting. Das kann ja heiter werden. Who is shooting? Nö. Nee, gar nicht. Doch, who is shooting? Ja. Damit ist die Zusammenarbeit hiermit beendet. Aber ich werde sie nicht in die Ebenjagd... Obwohl, ist das eine Bäckerei? Fachverkäuferin? Weiß ich nicht. Haben die denn so Brüste? Haben die das? Was? Oh, ich verstehe den so schlecht. Wie das Mikro 10 Meter weg und dann nuscheln, ne? Schlimmer als ich sogar. Ja, klar, habe ich verstanden. What? Ah, okay. Ich sag einfach okay. Ich verstehe kein Wort. Der, die das ist, auch nicht von hier, das kannst du mir erzählen. Was will die? Ich hab nichts für dich. Die ist doch bestimmt. Wir reden noch andere. Ruhe! Alle mal Ruhe! Hier reden noch andere. Es ist ja jetzt schweinegefährlich. Ja, zieh die Waffe, du Früchtchen, du Süßes! Was jammert der? Was will der? Munition? Ja, warte, ich strick mir welche. Ich hab keine. Ich hab doch keine Munition für so ein Kindergewehr. Für so eine Frauenwaffe. Ne? Oh. Ah, jetzt hab ich den an der Hacke. Das wollte ich doch gar nicht. Ich würde eigentlich mal in die Ruhe gerne hier spotten. Ja, setz dich da mal hin. Chill mal so ein bisschen, ne? Biete deinen Körper zum Verkauf im Industriegebiet, wie du es im früheren Leben auch schon gemacht hast, vor der Apokalypse. Nach der Bäckereifachverkäuferin-Lehre. Wohlgemerkt, ne? Da lief es aber nicht so, ne? Da lief es nicht so. Gut, sind wir die losgeworden? Können wir weiter gucken. Ich werde jetzt wissen, woher kamen die Schüsse? Auf wen gingen die Schüsse? Und warum überhaupt? Und was soll das hier? Ne? Verstehst du? Es kann nicht sein, Freunde, dass hier geschossen wird, ohne dass mich mal einer um Erlaubnis fragt, ja? Das ist meine Stadt. Oh! Da ist sie wieder, die vollbusige Blondine, ne? Da sagt jetzt alle, Renny, bist du irre? Greif zu, ne? Nein, ich habe hier einen Job zu erledigen und das mache ich gewissenhaft. Ich kann da nicht mich mit einer Frau beschäftigen, ne? Das reicht auch, wenn ich schon meine Frau Samantha dabei habe. Die sitzt stets neben mir. Sag mal, hallo Samantha. Ja, siehst du? Und ist immer freundlich, auch zu euch fiesen Zuschauern, ne? Die euch immer über sie lustig macht, nur weil sie anders ist als andere Frauen. Jetzt habe ich die wieder. Ich will kein Haustier. Go away, you bloody bitch. So bloody bitch habe ich zutiefst beleidigt. Zum Glück nicht in-game. Das täte mir dann auch leid, wenn es dann hört, ne? Ich verfluche die mal mehr so nach innen. Jetzt hau ab! I don't wanna be your husband. Ja gut, ich habe hier ein langes Ding, ne? Unschwer zu erkennen in meinen Händen. Das lockt natürlich die Frauen an, ne? Das lockt die Frauen an. Das ist ja wie im Real Life. Ja, der hat... Ja, jetzt werden wir hier beschossen. Ich kann nicht. Ich kann mich nicht um die Frau kümmern. Normalerweise würde ich jetzt ja für die Frau immer in die Bresche springen und sie verteidigen, aber heute nicht. Heute muss ich zusehen, dass ich selbst überlebe. Damit ich sterbe, sterben noch andere. Ey! Lass die Spitzhacke da weg. Spitze Hacke. Hühnerkacke oder was?
Und jetzt jammert er wieder, ne? Das ist so ein Stalker, die immer so sagen, ich bring dich um, wenn ich erwische, ich werde dich ersäufen. Jetzt komm doch bitte zurück zu mich, liebe dich, ich kann nicht ohne dich. So machen das Stalker. Und genauso macht die das auch. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich bin doch meines Lebens hier nicht mehr sicher, ne? Ja klar, Sniper und die anderen Spieler und so. Aber die sind nichts gegen Stalker. Ihr hattet noch keinen Stalker. Ihr seid nicht total berühmt wie ich, ne? Ihr seid nicht mal ein bisschen berühmt. Oh, warum geht die denn da, wo ich gehe? Oh. Die kannst du aber auch nicht austricksen, ne? Die hat das geübt. Ich bin nicht der Erste, den so stalkt. Ich habe da was munkeln hören, das auch beim Punkt Komma Null schon mal rumlungerte, ne? Was ich nicht verstehen kann. Oh, jetzt wird ja auch auf uns geschossen. Und keine Deckung. Warum laufe ich hier, wo keine Deckung ist, überhaupt rum? Bin ich doof? Weil der Stalker mich hetzt. Die stecken unter einer Decke. Zickzack laufen. Zickzack, zickzack, zickzack. So, hinter den sicheren Holzzaun, ne? Da schlägt alles durch wie durch weiche Butter. Oh, jetzt müssen wir ja uns wieder sortieren, sammeln und gucken, von wo kommt das? Die Schüsse gingen ja auf mich, ne? Das bedeutet Krieg, Freunde. Das lasse ich nicht mit mir machen, ne? Die Zeit des Zögerns und Zauderns ist vorbei, ne? Mit Folge, weiß ich nicht, 2 oder 3, ne? Ab Folge 2 wird zurückgeschossen, zurückgeschlagen, ab 5.45 Uhr sowieso, ne? Von wo schießen die denn? Ist alles nicht so einfach. Da hinten auf dem Platz ja vom Kran, weiß ich nicht, vom Krankenhaus, weiß ich auch nicht. Theoretisch von jedem hohen Gebäude da hinten können sie, glaube ich, rüberlucken. Ich weiß es nicht. Von der Baustelle selbst? Dafür waren die Schüsse zu weit entfernt. Da hätte es lauter knallen müssen, würde ich sagen, ne? Mittlerweile kenne ich mich ja so ein bisschen aus mit dem ganzen Kram, ne? So, wir fliehen mal ganz kurz ein bisschen. Nutze ich die Gunst der Stunde und grüße mal einen, ne? Zum Beispiel der Dableiber, ne? Der Dableiber, nicht der Dalalabla-Lama. Nein, der Dableiber, ne? Ein lieber, Klammer auf, schöne Donation, Klammer zu, ne? Deswegen jetzt auch gegrüßt. Ja, ich bin ja nicht blöd. Ne, ein ganz ein lieber Kerl, ne? Der Dableiber hört man auch am Namen, ne? So halt ein Fanboy, ne? Ja, der ist Fanat in mich, ne? Wenn ich sage, oh, Leute, Krieg ist geil, dann sagt der, ja, Krieg ist geil. Wenn ich morgen sage, aber heute nicht so, dann sagt er, nee, heute nicht so, du hast recht. So wie Fanboys und auch Girls das gerne machen. So, an dieser Stelle, lieber Diabetiker, er ist Diabetiker, das dürfte ich gar nicht hier breitreden, weil ich bin ja eigentlich auch sein Arzt, ne? Ach, wo wir schon ausgeplaudert haben, ne? Gebe ich euch nochmal eben die letzten Blutzuckerwerte durch, ne? 800, 900, 800. So, ja, Dableiber. Damit habe ich dich gegrüßt, ne? Gott sei Dank, so unangenehme Typen. Die hast du gerne dann doch mal von der Liste, ne? Ja, habe ich das jetzt auch hinter mich gebracht. So, können wir hier weitermachen, ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich sterbe, ne? Ganz normale Todesangst. Was ihr immer habt. Was ihr immer auch im Real Life habt den ganzen Tag, ne? Ihr Psychos. Das habe ich jetzt halt hier nur in DayZ, aber... Roller die Wald fertig. Gewusst, wie ihr euch fühlt, ne? Nicht schlecht. Da macht ihr einiges mit. Ja, komm, George Bush. Mitten in den Weg stellen, ne? Der hat doch da seine Finger mit ins Spiel drin, der George Bush. Warum sind hier so viele Büsche? Hallo. Denkt mal ein bisschen mit. George Bush, ne? Und ja, warum ist er so oft Regen? Ja? Hallo, Ronald Regen? Schon mal gehört? Ronald Regen? Ja? Würde mich nicht wundern, wenn hier demnächst ganz viel Kohl wächst, ne? Ja. Wegen Jimmy Carter. Ja, das versteht ihr jetzt nicht, ne? Ja, da habe ich ihn irre geführt. Ihr dachtet, Helmut Kohl, ne? Aber nicht mit mir, Freunde. Nicht mit mir! So, warte, ich muss mal kurz meinen Kopf. So, jetzt geht's wieder. Ich habe schon wieder, fing wieder an, in einen Lavaflash zu verfallen. Und das kann ich beim Let's Playen gar nicht gebrauchen. Da darf man nicht so viel sprechen. So, gehen wir jetzt mal die Leiter hoch. Kann ich mittlerweile ganz gut. Ich habe auch meine Leiterkletterschuhe an vom Leiterkletterkurs, den ich letzte Woche extra hierfür besucht habe. Weil sonst bin ich auch schon mal so vom Tritt, so von den 3 Stufen oder so, zu Hause auch schon mal sehr schnell runtergefallen, ne? Ich habe halt die Fallsucht, ne? Ein Bein ist kürzer als das andere, ne? 50 Zentimeter kürzer. Ja, denkt ihr alle, wie? Hast du dann nur noch ab Knie aufwärts? Ja, Freunde, ich war halt in der Spezialeinheit, ne? In der Eliteeinheit, in der Sondereinheit, ne? In der Spezialeinrichtung, in der geschlossenen, alles, ne? Da war ich überall beschäftigt, ne? Mit ihm, ja, Töpfern und Musik machen, ne? Das geht mir mittlerweile auch wieder besser, ne? Ich habe nicht mehr diese Mordfantasien. Nur Samantha hat sie noch, ne? Ja, die hasst ja alle Männer, ne? Ja, Gott sei Dank bin ich ja kein Mann. Doch, ich bin ein ganzer Mann. Ich bin, nochmal, an alle, ich bin nicht schwul, ne? Ich bin nicht schwul. Auch wenn meine Söhne mich Sabine nennen, ne? Aber die sollten mich auch in dem Outfit gar nicht sehen. Wir dachten, die schlafen, ne?
Ich dachte, die Samantha hat auch abgeschlossen. Nee, gut, haben sie mich gesehen, seitdem Sabine. Aber ich bin nicht schwul, ja? Das hat damit gar nichts zu tun, das kann man schön trennen. Ja, die sitzt, die kneift aber auch die Halterlosen, kennt ihr das? Das ist unangenehm unter der Jeans. Egal, das gehört hier nicht hin, das geht euch auch gar nichts an und davon werde ich euch auch sicherlich nichts erzählen. Ich bin ja nicht blöd, ne? Ich mache auch keine Werbung für BMW, nur weil sie Top-Autos machen. Ne, so blöd bin ich nicht, kriege nur Ärger. Ach ja, ja, Montag, 7.9. 14 Uhr kommt der Techniker, neue Leitung, 200 Upload. Nee, 200 Download. Upload, das wären wir. Und 10 Download. Nee, 10 up, 200 down, ne? Ja gut, ich will die Zahlen mal richtig nennen, ne? 200.000 Download und 10.000 Upload, ne? Ich habe jetzt gerade 10.000 Download, ne? Ha, Zapperlot, das ist aber auch mit dem Download, ne? Ja, Download. Das ist das Industriegebiet des Grauens. Hier hatte ich schon so viele Shootouts. Drive-Bys. Drive-Ins, früher noch McDonald's hier und Burger King. Es gibt ja so viele leckere Fastfood-Ketten, die alle doch sehr gesund sind. Teilweise findest du sogar ein halb vergammeltes Blattsalat und dann beißt du. Dann weißt du, da kriegst du die Vitamine so richtig verpasst, ne? Einen richtigen Vitaminschock bei all dem ganzen Abfall, was sie dir da sonst anbieten, ne? Da ist nämlich nichts gesund. Also, liebe Kinder, geht nicht so viel zu McDonald's oder Burger King. Geht auch zu Kentucky Fried Chicken. So, jetzt wollen wir gucken. Ja, da... Ich würde mich so freuen, wenn da oben der Sniper sieht und ich könnte da wieder hoch. Ich muss eine kurz schöpferische Pause machen. Warte, ich mach mal eben hier Pipi. Nee, wie gehen wir jetzt vor, Freunde? Wie gehen wir vor? Warte, ich sammle mich. Okay, ich habe schon einen Plan. Ich habe einen Plan. Wir laufen so lange durch die Gegend, bis wir wieder schießen, damit ich vielleicht irgendwie... lokalisieren kann, woher kommen die Schüsse, ne? Wenn mir das knallt und zing macht und manchmal auch oh, und so, ne? Und dann treffen die mich, dann gehe ich schwer davon aus, dass mich da jetzt nicht irgendwie eine Wespe gestochen hat, sondern dass jemand auf mich geschossen hat. Weil ich habe noch nie erlebt, Freunde, dass wenn mich eine Wespe sticht oder mal einen anderen sticht, ne, ich war ja schon oft dabei, ne, dass es da so knallt. Das könnt ihr mir nicht erzählen. So laut knallt eine Wespe nicht, ne? Gut, ich weiß nicht, was die so abends machen, ne? Wenn da verschlossenen Türen, wenn sie da am Knallen sind, wie laut die Wespen da sind. Nee, aber nicht, wenn sie stechen. Glaub mir, ne? Apropos, hatte ich lecker Bienenstich neulich. Der war gut. Oh, war der gute Bienenstich. Oh, war der gute, war lecker. Oh, der Bienenstich. Mache ich eigentlich gar nicht so, ne? So gut war der jetzt auch nicht. Na, sag mal, mittelmäßig. Es gab halt nichts anderes. Wir waren zu Besuch, da gab es halt nur Bienenstich. Mein Gott, dann nimmst du das eben. Ne? So gut war der nicht. So. Aber, es gibt auch noch andere Kuchensorten, die auch beschissen sind. Du musst immer aufpassen, ne? Dass mit dem Bienenstich schlecht war. Dann kommt hier die Bienenstichvereinigung, die Bienenstichbäckerinnung und sagt hier, du hast Bienenstich schlecht gemacht. Die Umsätze sind eingebrochen. Ja, und dann bin ich wieder schuld. Deswegen nein, auch von derselben Bäckerei alles andere Anteilchen ist total beschissen. Ne? Merkt euch das. Wenn sie von gestern wären, wären sie frisch in dem Laden. Sagen wir mal so, ne? Das sind immer von damals, ne? Zum halben Preis von damals. Da sind noch so DDR-Fähnchen drauf. Und och, du lieber Gott. Sie ist ja noch mit russischem Mehl gemahlen. Erzähl mir doch nichts. Aus Tundra. Aus der Tundra gemahlenes Mehl. Das verkaufen die dir da. Ne? Ja, hör auf. Hör auf. So, wo bin ich denn jetzt überhaupt hier? Tschernarussland. Ne? Warum schießt denn keiner? Gut, gibt mir natürlich die Gelegenheit, noch jemanden zu grüßen. Zum Beispiel nehmen wir heute mal... ja, komm, Diana Otte. Habe ich dich auch von der Liste, ne? Du alte Rakete, ne? Das ist aber vielleicht ein Geschoss, mein lieber Scholli. So ähnlich wie eben die Bäckerei-Fachverkäuferin mit der tiefen Stimme, ne? Blond. Frau. Ja gut, sehr, sehr dick. Nein, ist sie nicht, ne? An dieser Stelle, Diana, mir fällt da zu deinem Namen leider nichts Lustiges ein, Diana Otte, außer, ja, Otte Karotte. Hättest du das gedacht? Ne, hättest du nicht mit gerechnet, liebe Diana, ne? Auf jeden Fall danke, dass du immer so schön kommentierst und, überhaupt, dass es dich gibt, das ist wunderbar. Das Krankenhaus ist clean. Bis später, Diana, ne? Ruf nochmal an. Tschüss. So, da habe ich, ja, noch ein
Ja, unsympathisch will ich jetzt nicht sagen. Sagen wir mal, anstrengend, ne? Anstrengenden Menschen von der Liste. Ihr seid alle so anstrengend, ne? Ich weiß nicht, wie lange ich das noch kann hier. Das ist ja Stress pur. Aber jetzt haltet mich mal kurz. Nicht für paranoid. Ich meine, da hätte sich doch was... Ist da einer durch den Flur gerannt? Weißt du so... Ah ja. Ah, nur ein Bambi. Es ist wohl keiner, der auf mich geschossen hat. Aber habe ich richtig gesehen. Ich hatte wieder einen richtigen, riesigen, sehr, sehr großen, langen Riecher, ne? Ja, eine Nase, Adel verpflichtet, ne? Ich habe das edle Profil schon eines Adligen, ne? Habe ich auch schon, ne? Leider nicht das Schloss, nicht den Ross und nicht das Geld, ne? Leider nur die Nase geerbt, ne? Ja gut, und auch ein paar Ländereien, ne? Ein paar Ländereien. Russland habe ich geerbt. Bulgarien. Rumänien, was ja das gleiche ist wie Bulgarien. Österreich, Schweiz, was ja auch das gleiche ist. Österreich, Schweiz ist ja auch gleich. Schweden, Norwegen, auch total gleich, ne? Ja, das ist alles meine Ländereien. Was rede ich denn hier für Quatsch? Hilf mir doch einer. Irgendeiner muss das doch erkennen, dass mit mir was nicht stimmt. Ihr guckt euch das an, ihr lacht hier über einen Behinderten. Ist euch das eigentlich klar? Aber keiner hilft mal. Ne? Das ist für mich auch nicht leicht. Mann. So, was machen wir überhaupt jetzt hier? Wie heiße ich? Was? Der Clan sieht clean aus. Der Clan sieht total clean aus. Nein, ich wollte natürlich sagen, der Kran sieht clean aus. Ne, richtig schön geputzt. Aber ob jetzt einer drin saß, konnte ich nicht erkennen. Leider. Ich habe nur gesehen, dass er total sauber war. Ist schon verdächtig. Vielleicht ist er so einer mit einem Putzfimmel, ne? Ein Killer, der aber auch einen Putzfimmel hat, einen Putzzwang, ne? Dem alles wienern muss, bevor er irgendwie hochklettert und so. Ist natürlich irgendwie nicht gerade sehr, sehr, wie soll man sagen, kommt ihm nicht gerade zugute, ne? Diese Krankheit in seinem Job, ne? Wäre jetzt Gebäudereiniger, ne? Oder Raumpfleger, wäre das tippitoppi. Aber als Killer, ne? Er ist immer alles sauber, warum putzen? Musst du danach doch schon wieder machen. Normalerweise, ne? Das Blut auflecken und was man so macht als Killer. Keine Ahnung. Ich schätze mal, dass die dann auch das Blut ist. Oh. I don't know who is this. I'm friendly. Und er ist flüchtig, ne? Ich bin freundlich, er ist flüchtig. Warum nicht? Sollte jeder seine eigenen Prioritäten, ne? Gut, ich sehe gefährlich aus, das weiß ich, ne? Ich sehe zwar gut aus, aber auch gefährlich. So wie Rambo. Der sieht total gut aus und auch gefährlich, ne? Ja, geisteskrank sieht er halt aus, mit seinem roten Stirnband. Und dieser dicken Wumme, alter Schwede. So schwer wie ein Moped, ne? Die da immer hatte Rambo. Riesenteile unterm Arm und dann einarmig schießen. Außer Hüfte. Oh. Es sieht aus, als wäre da nichts. Ja, das war der Rambo, der konnte das. Er war auch ein Elite-Soldat. Er schießt nur aus der Hüfte. Ach, waren das noch Zeiten, ne? In den 80ern, da wollten sie alle plötzlich ein Rambo-Messer haben, weil ist auch ein Kompass drin, zwei Streichhölzer. Dann kann man nicht so schnell sterben, ne? Vielleicht gehst du einfach und guckst auf die Straßenschilder, ne? Dann kann dir da auch nichts passieren. Nee, wir brauchen einen Kompass. Durften wir gar nicht haben. Da war ich doch erst 12 oder so. Als Rambo rauskam, Rambo 1. Ja, so. Genug von Rambo und anderen Flaschen, die mir das Wasser nicht reichen können. Wo denn? Ich höre doch was. Das Bild, den ich selber laber und die Schüsse sind weiter weg und etwas leiser. Dann höre ich die durch mein eigenes Gelaber teilweise nicht. Im Essens neben mir explodiert sozusagen, wenn sie neben mir stehen oder wenn es einschlägt. Da merke ich das auch oft. Wenn da steht, you are dead, dann dämmert es mir so langsam, da ist was schiefgelaufen. Irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Ich kann nicht mehr laufen. Das Bild wird schwarz, irgendwie ist das ein Grafikbug. Und dann komme ich irgendwann drauf. Bin tot. Da. Die Leiche kommt nicht von ungefähr. Ich glaube nicht, dass er sich freiwillig von der Mauer in den Tod gestürzt hat, weil er spawnen will. Da kommst du gar nicht drauf auf die Mauer. Aber ich glaube, bei diesem Spiel reicht das, um zu sterben, diese Mauer. Oh, mein lieber Gott, du. Was ist mir da schon alles passiert? Ah, da ist keiner. Das sieht so aus, als hätten sie den auch vielleicht vom Kran erwischt. Oder vom Krankenhaus. An der Stelle. Oh! Ei! Gleich erwischen sie mich auch! Nein! Nimm das! Warum nimmt ihr das nicht runter? Mann! Fick! Entschuldigung. Er läuft nicht weiter! Unsichtbare Wand! Was ist das für ein verschissenes Scheißspiel? Wieso kann ich nicht laufen? Wieso laufe ich vor einer unsichtbaren... Schon wieder? Ich laufe immer vor unsichtbare Wände. Ich hasse das manchmal. Die ganze Zeit... Oh, von rechts kommen sie.
ganze Zeit renne ich hier rum. Nichts passiert. Wäre ich beschossen, kann ich nicht laufen. Da habe ich vor eine unsichtbare Wand. Manchmal ist dieses Spiel echt zum Göbeln. Da kommt er. So. Da kriege ich jetzt meinen ganzen Hass ab. Meinen ganzen Hass auf die 058. Oh, tot. Nein, nur eine. Keine Muni. Oh, scheiße. Oh mein Gott, der schießt ja noch schlechter als ich. Hab ich ein Schwein. Ich muss jetzt... Oh, hart getroffen. Oh, Blutverlust. Nachladen. Ich habe Abstand gewonnen. Jetzt traue ich mich auch nachzuladen. Ah, ich will mich erst verbinden. Vielleicht habe ich noch 100 Sekunden. 90 Sekunden. Mach mal. Ne? Und ich kann jetzt hier davon nicht 60 Sekunden verschwenden, auf den zu warten oder so. Und der kommt ja gar nicht. In Sicherheit bringen. Eieieiei. Aber den einen habe ich wenigstens erwischt. Als er down ging, ne? Das war ja das Lustige. Oh, guck mal, eine Leiche. Als er down ging, da habe ich kurz vorher gedacht, hochziehen die Waffe. Hochziehen! Und da habe ich tatsächlich auch den Kopf getroffen. Nein, nicht ruiniert. Kann ich das nicht splitten? Nein, es geht nicht. Alles ruiniert. Ich könnte göbeln! Jetzt habe ich das schon. Ja, die guten Ratschläge von einer Folge, wo ich verblutet bin, weil ich keinen Rex hatte. Jetzt habe ich es auch schon so ein bisschen verteilt. Oh, komm. Das kann nicht euer Ernst sein. Ja, deinen Freund habe ich schon getötet. Willst du auch sterben? Damit haben die nicht gerechnet, ne? Habe ich vorhin Handy verpasst. Ich musste mich wirklich darauf konzentrieren in dem Moment. So, zieh die Waffe hoch, weil ich schieße ja gerne mal so Beinhöhe oder sogar noch vor die Füße in den Boden. Und da habe ich das ganz kurz hochgezogen, da habe ich auch den Headshot verpasst, ne? Auf die Entfernung nicht schlecht, ne? Das war ja mindestens 1,15 Meter. Aber jetzt habe ich ein Riesenproblem, ich muss jetzt sofort Rex finden. Na komm, egal. Ich verblute jetzt hier. Es ist ja sowas von Black and White, obwohl die Schrift links noch sehr rot ist. Ja, Bleeding. Bein kaputt. Alles, alles aussichtslos. Wo finde ich jetzt schnell Rex? Was ist ungelootet? Ich muss eigentlich jetzt ja hier alles mitnehmen, überall reingucken. Da nichts in der Jacke. Die kann ich nicht zerschneiden. Nein, kann ich natürlich nicht. Kann ich nicht. Kommst du in Kampf, kannst du nicht laufen. Läufst du vor einer Wand. Vor einer unsichtbaren. Aber die waren beschissene Schützen. Die haben doch die ganze Zeit auf mich geschossen, nicht getroffen. Und der zweite Mann, sein Kumpel. Oh, das ist doch das, was ich brauche. Geht nicht. Muss ich es auseinander machen? Geht nicht. Das ruiniert das Messer. Bitte. Eine Dose, die nehme ich natürlich noch mit. Für einen Totenschmaus. Wenn ich sterbe, wieso... Oh Mann, jetzt ist das Messer auch ruiniert. Ich hasse das manchmal. Ich hasse manchmal dieses Spiel wie die Pest. Das sind so schöne Momente. Und dann hast du so einen Scheiß. Nein, ich kann nur eins. Ich kann 30 Kilometer mit einem Mountain-Backpack voll Konserven rennen. Ja? Am besten noch eine Gasmaske auf, damit man auch kaum Luft kriegt. Ja, das kann ich. Aber nö, hier ein Halstuch oder sowas. Ein Bandana. Mit der Hand zerreißen, das ist ja völlig unmöglich. Das ist so unrealistisch, das könnt ihr nicht mehr machen. Ab heute, wir haben was Neues uns ausgedacht. Ihr könnt das nicht mehr mit den Händen zerreißen. Geht das mit der Axt? Auch nicht. Es geht auch nicht mit der Axt. Was machen die für einen Scheiß? Dafür könnte ich echt manchmal kotzen. Und dafür hasse ich dieses Spiel manchmal. Unrealistischer Scheiß. Ich renne und renne und renne. Ich sprinte 30 Kilometer. Ich jogge nicht, ich sprinte. Aber ein Stück Stoff zerreißen mit meinen Händen. Ne, das ist doch utopisch, auch unrealistisch. Das kann doch kein Mensch. Habt ihr euch was Schönes ausgedacht? Im Grunde nervt's. Ne, macht das Spiel kaputt. Vielleicht hätte ich den noch erwischt. Vielleicht hätte er mich auch erwischt. Es hätte einen schönen Kampf gegeben. Ja? Meine Güte. Vielleicht hätte uns auch aus den Augen verloren. Gar nichts wäre passiert. Aber das ist doch scheiße. Wenn ich jetzt hier nicht irgendwie ein Messer finde oder so bin ich... Ja. Danke. Jetzt bin ich gestorben. Da steht unconscious, ja. Aber ich stehe doch nicht mehr auf, ich blute doch weiter aus, ich gehe doch weiter gen tot und nicht gen wiedererwachen. Ja,
danke, ne? Also, Dejan, wenn ich dich auf der Konferenz morgen, ne? Da kriegst du aber richtig was zu hören. Und vielleicht auch den Arsch vor. Mal sehen, ne? Ich schicke euch dann Fotos davon. Ihr werdet euch freuen, ne? Dann lasse ich richtig knallen. Wenn es euch gefallen hat, trotz all dem, abonnieren, kommentieren, Däumchen hoch, ne? Däumchen hoch ist sehr wichtig. Kommentar auch. Ihr braucht nur schreiben, bist der Beste, bist der Beste, bist der Beste. So, dann schreibe ich nur danke, danke, danke. Dann sind wir schnell durch. Hat mir geholfen. So, ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal in der See. Tschüssi!